So, nach mindestens 3 Wochen Verspätung ist sie denn jetzt endlich da. Episode 20 von Eldaria. Ich freue mich echt, weil es muss eine grandiose Episode sein, weil ich an Spoilern nicht vorbeikam. Diesmal tatsächlich eher eigenverschuldet. Das liegt an der Verspätung. Ich konnte es nicht mehr aushalten. So. Und ich freue mich tierisch darauf, dass sie jetzt endlich da ist. Und ich finde es scheiße tatsächlich, dass es so verspätet gekommen ist. Aber was soll man jetzt machen? Ja, in den letzten 2,5 Monaten plus ist ziemlich viel passiert. Also bei mir persönlich, finde ich. Zum einen Zeugnisse, zum anderen meine Fahrprüfungen, fehlerfreie Theorie, Praxis beim ersten Mal bestanden. Das heißt, die gute Jersey kann jetzt Auto fahren. Aha. Privat- und Arbeitstechnisch ist auch viel passiert. Das vertiefe ich jetzt aber nicht so, weil das interessiert sowieso keinen. Man merkt, aber irgendwie, man hat auf einmal ein Leben. Wenn Eldaria, man die Episode fertig gespielt hat, dann ist man auf einmal wieder mit dem Leben konfrontiert. Das ist mal gut, mal weniger gut. Und jetzt freue ich mich darauf, mich mal dem Leben ein bisschen entfliehen zu können. Und Episode 20 zu starten. Oh, warte mal. Warte mal. Vergessen. Ich bin so aufgeregt. Ich hab's. Achso, das ist ja oben. Stimmt. Im Rhythmus der Melodie. Episode 20. Verängstigt von den Versionen des Orakels suchst du Halt in den Armen deines Auserwählten. Glücklicherweise findest du Zuflucht bei den gastfreundlichen Fenhuas. Aber wie du bereits weißt, war es in Eldaria ja noch nie lange ruhig. 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 Norddeutsch. Was bisher in Eldaria geschah? Natürlich schauen wir uns die Zusammenfassung an. Seitdem die Erde zu beben begann, schlägt dein Herz in einem sehr unregelmäßigen Rhythmus. Herzrhythmusstörungen, damit ist nicht zu spaßen. Damit solltest du zum Arzt gehen. Eigenartige Träume suchen dich heim und offenbaren dir ein furchterregendes Antlitz. Ja, das von Leifton ist wirklich furchterregend. Eine Umarmung, die ausartet, denn du gibst dich deiner Leidenschaft hin. Aber ob das wohl so eine gute Idee war? Wir werden sehen. Doch deine Abenteuer im Haus des Feuervogels haben gerade erst angefangen. Puruku? Puruko? Du schon wieder? Was machst du hier? Ich bin deinetwegen hier. Ich hatte das oder ein Gefühl in den Tatzen, dass dir in nächster Zeit eine wichtige Entscheidung bevorstehen könnte. Wirklich? In Bezug worauf denn? Ich spreche natürlich von der Person, die dein Herz höher schlagen lässt. Ach das. Wenn sich meine Pfötchen nicht irren, kreisen deine Gedanken um Essere. Ach, immer 24 Stunden 7. Ich habe tatsächlich neulich das erste Mal von den Eldaria-Jungs geträumt. Normalerweise träume ich die ganze meiste Zeit nur von Lysander, weil er ist halt am tiefsten in meinem Herz verankert. Aber tatsächlich habe ich neulich das erste Mal von Ezreal und Rykon, kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß nicht, ob Nefra da war, aber ich habe von den Eldaria-Jungs dann mal geträumt. Krass, wa? So sieht's aus. Hast du deine Meinung geändert? Ganz und gar nicht. Ich bin sehr zufrieden mit Ezreal. Ja, ich glaube, letztendlich schlägt mein Herz für Nefra Balkion. Ist das diskriminierend, dass Leifton hier nicht als Auswahl steht?
Wenn das so ist, lasse ich dich in Ruhe dein Liebesglück ausleben. Hier aus dem Nichts war Poroko auch schon wieder verschwunden. Diese Katze ist wirklich zu komisch. Wow, das ist ein sehr aussagekräftiger Hintergrund. Den kann ich jetzt 3 Stunden lang ansehen, aber das wollt ihr ja nicht. Oho. Oho. Ich muss mal meine erotische Stimme rausholen. Ein Stöhnen entkam mir. Seine Küsse wurden immer leidenschaftlicher. Ich verzerrte mich vor Verlangen. Meine Gedanken waren völlig vernebelt. Ich hatte nur noch ein Verlangen, diesen Körper, der unter meiner Berührung erschauerte, zu spüren. Ich wollte ihn ganz und gar. Okay, ich glaube, das war aus der letzten Episode, oder? Komplett eingenommen von dieser unbändigen Leidenschaft, gab ich mich Ezreal bedingungslos hin. Mit einer schnellen Geste zog ich ihm die Jacke aus und schubste ihn auf das Bett, auf dem er sanft landete. Er streckte seine Hände nach oben und ließ diese sanft über meine Schulterblätter gleiten. Ich erschauderte bei der Berührung und drückte mich an, um ihn neu zu küssen. FSK 16, 18? Das ist noch 16, aber... Okay. Ezreal nahm mein Gesicht in seine Hände und erwiderte meinen Kuss leidenschaftlich. Ich konnte spüren, wie sehr er mich begehrte. Das Feuer in uns brannte stärker denn je zuvor. Als je zuvor, okay. Seine warmen Hände glitten unter mein Top. Schnell nahm diese Wärme auch meinen Körper ein und ich spürte, wie mein Becken leichte Kreise zog. Aha, aha, okay. Ich wollte ihm meinen Körper offenbaren und diese Leidenschaft, die mich so sehr in Ekstase versetzte, endlich vollends auskosten. Okay, dann machen wir das mal. Aber da kommt ja irgendwas dazwischen. Ohne nachzudenken, setzte ich mich auf und zog mein Oberteil aus, welches meine Brust einengte und nur unnötig bedeckte. Ich dachte, ihm wurde seine Jacke ausgezogen. Mal davon abgesehen, wie zieht man das überhaupt aus oder an oder was? Dafür bräuchte man doch eine Anleitung. Das ist ganz easy und sieht nur nicht easy aus. Okay, weiter geht's im Protokoll. Wir sind ja. Zunächst noch etwas zögerlich ließ er seine Hände nun über meinen heißen Oberkörper gleiten, wobei er sich von meinem Bauch langsam zu meiner Brust vorarbeitete. Er streichelte über die feine Spitze meines BHs und sah mich an, als würde er mich zum ersten Mal sehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihm sein Oberteil ebenfalls auszuziehen. Auch ich wollte seinen Körper entdecken, so wie er meinen eben entdeckt hatte. Ezreal ließ mich walten, wenn auch nicht ohne eine gewisse Scham. Ich nahm daher sein Gesicht in meine Hände, um seine heiß gewordenen Wangen mit Küssen zu bedecken. Ich find's süß, wie verlegen oder so er noch ist, obwohl es ja definitiv nicht das erste Mal ist, dass er das macht. Ich glaube, bei Gadi auch nicht, aber bei Ezreal halt erst recht nicht. Meine Hände hatten ihren eigenen Willen entwickelt. Ich ließ sie seinen unteren Bauch erkunden und begann langsam, ihn auszuziehen. Das hast du schon langsam begonnen. Oh? Meins! Meins! Poten weg! Meins! Okay. Ja, Sinja. Nein. Hör bitte auf.
Ma. Nö, ich will nicht. Komm, zieht euch das an. Zieht euch diesen süßen Jungen an. Mann, ich frag nicht, wie alt er ist. Ich hielt abrupt inne und sah ihn eindringlich an. Trotz seiner Bitte hatte ich immer noch Lust auf ihn. Doch ich wollte ihn natürlich zunächst drängen. Während mein Körper immer noch vor Erregung zitterte, rollte Ezra mich auf die Seite und küsste mich dann zärtlich. Oh, so süß. Und so... So... Ich weiß nicht. Yesenia. Ich streichelte jetzt über mein Gesicht. Und erneut küssen, ich... Die Worte wollten einfach nicht aus meinem Mund kommen. Du hast ja recht. Tut mir leid. Ja, es geht schon ein bisschen schnell, was? Es muss dir nicht leid tun. Das ist ja eher meine Schuld, nicht deine. Er löste sich aus meiner Umarmung und stand auf. Ich blieb noch einen Augenblick auf dem Bett liegen, bevor ich ebenfalls aufstand. Ich hätte fast nicht erwartet, dass sie sich selbst unterbrechen. Ich dachte, sie werden unterbrochen. Aber irgendwie ist das schon verständlich. Ich meine, Essere ist ja jetzt, auch wenn er so wirkt, er ist ja alles andere als nicht einfühlsam. Ich glaube, er ist ein richtig einfühlsamer Mensch. Und er hat irgendwie Angst, verletzt zu werden oder irgendwie sowas und hat diese Mauer erbaut. Aber wenn er jemanden in sein Herz schließt, ist er bestimmt richtig romantisch und herzlich und so. Das sehen wir ja, wie er sich gewandelt hat in den letzten Episoden gegenüber uns. Er fing an, sich wieder anzuziehen. Ich schnappte mir mein Oberteil und tat es ihm gleich. Denk bitte nicht, dass ich dich zurückweise. Es ist nur ein wenig kompliziert. Das geht einfach alles so schnell und ich glaube, er hat recht. Ich habe ihn einfach so überrumpelt, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ich habe mich komplett von meinem Begehren leiten lassen. Aber wir müssen ihm denn schon echt was bedeuten, wenn er das nicht einfach so machen lässt. Ich meine, letztendlich ist er ja ein Mann. Ohne jetzt sexistisch klingen zu wollen, aber meiner Meinung nach zögern sie ja oft oder meistens nur, wenn ihnen etwas an einem liegt, oder? Oder irre ich mich da? Während ich anfing, mich mit meinen Gewissensbissen auseinanderzusetzen, kam Ezra bereits erneut auf mich zu und legte seinen Arm um mich. Was ist passiert hier, Senja? Was? Hä? Als du aufgewacht bist, hast du geweint. Warum? Ach, ich hatte einen Traum, oder besser gesagt einen Albtraum. Hä, wie kommt er denn jetzt darauf? Ich sage Albtraum und er so einen Dämon? Bist du dir da auch sicher? Ach, wahrscheinlich kam... Ich glaube, da wurde irgendwas vergessen, ne? Dass wir ihm über unseren Albtraum erzählen. Ich weiß, dass sie der Legende nach alle getötet wurden und ich nur ein einfacher Erdling bin, der nichts von dieser Welt versteht, aber ich versichere dir, Ezra, ich konnte spüren, wie düster seine Seele ist. Es war wirklich dämonisch. Ich spürte, wie mir erneut Tränen in die Augen stiegen und schmiegte mich sogleich in Ezras Arme. Ich glaube dir. Ich sehe keinen Grund, warum du in so einer ernsthaften Angelegenheit lügen solltest. Und außerdem konnte ich die Furcht in deinen Augen sehen. Die Angst drohte mich ein weiteres Mal einzunehmen und Tränen kullerten über meine Wangen. Was ich dich jetzt fragen werde, könnte vielleicht ein wenig grob klingen, aber wir müssen Huang Hua davon erzählen. Fühlst du dich denn in der Lage dazu? Ja, es geht schon, keine Sorge. In Ordnung. Ist es unser Zimmer?
Seitenflügel. Okay, das ist unser Zimmer. Ja, schön, dass sie alle Seitenflügel heißen und ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Seitenflügel der Erde. Ach, das ist eingeteilt in Elemente. Da kann... Voll schön hier. Seitenflügel der Erde, da kommen wir her. Seitenflügel... Hä? Wie jetzt? Okay, gehen wir mal in die Lüfte. Okay, da kommen wir her. Hauptflügel der Lüfte. Ach, Zimmer Huang Hua. Wow. Wir betraten das Zimmer von Huang Hua, die uns überrascht ansah. So wie ihr dreien wirkt, könnte man ja glatt meinen, ihr habt den Mogui. Mogui. Huang Hua, ich... Ich sah Ezreal an, um Mut zu schöpfen, und er schenkte mir ein herzliches Lächeln. Ich glaube, das Orakel hat mir erneut eine Nachricht zukommen lassen. Eine Nachricht? Ja, wegen dieser Kreatur, die es angreift. Ich glaube, es ist ein Dämon. Ein Dämon? Das ist unmöglich. Die sind doch schon lange ausgestorben. Ich kann schon verstehen, dass sie der Gedanke daran zum Lachen bringt. Andererseits scheinen sich da nicht alle Fairies so sicher zu sein. Ich spürte, wie ich erneut unsicher wurde. Cyril trat näher an mich heran, um mir Mut zu machen, und legte seine Hand auf meine Schulter. Ist das dein Ernst? Ihre Gesichtszüge entgleisten, als sie sah, dass Tränen über meine Wangen rannen. Es tut mir wirklich leid. Komm, setz dich. Huang Hua führte mich zu einem der Kissen, die auf dem Boden ausgebreitet lagen. Sie setzte sich neben mich, nahm meine Hand und drückte sie ganz fest. Peng Zifu, lass sofort Laifton und Evelaine holen. Also, Peng Zifu, du kannst Evelaine holen, aber Laifton kannst du auch draußen stehen lassen, alles gut. Ich kümmere mich augenblicklich darum. Die Verzweiflung, der es Ezreal gelungen war, mit seiner Einfühlsamkeit zu lindern, traf mich erneut mit voller Wut. Ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen, und die Bilder des Dämons, der mich bedrohte, spielten sich immer und immer wieder vor meinem inneren Auge ab. Nach ein paar Minuten betraten Laifton und Evelaine den Raum. Kann Laifton bitte draußen bleiben? Was ist passiert? Yesenia hatte eine neue Vision, und diesmal ging es dabei um einen Dämon. Willst du uns bitte sagen, was du gesehen hast? Natürlich, ihr müsst es unbedingt erfahren, ich habe wohl keine Wahl, die Worte wollen einfach nicht aus meinem Mund kommen. Ich würde am liebsten nicht reden, weil Laifton im Raum ist, aber damit ist keinem geholfen. Puh. Das, was ich gesehen habe, könnte vielleicht von Bedeutung für euch sein, um zu verstehen, warum es dem Kristall so schlecht geht. Es ist dringend notwendig, dass ich euch von diesen Informationen berichte. Zwing dich bitte nicht dazu, in Ordnung? Ich atmete tief ein und schloss die Augen, um meine Gedanken zu ordnen. Ich erinnere mich, dass ich auf einem großen Platz Schmerz in der Brust bekam und plötzlich das Bewusstsein verlor. Mir war übel, alles um mich herum war dunkel. Ich hatte das Gefühl, dass sich etwas in meinen Lungen breit machte. Diesmal war es ganz anders als bei den Schwächeanfallen, die ich im Haikyuu hatte, und ich... Das Gesicht von Evelaine lief rot an, ihre Augen schienen zu glänzen. Ich hielt inne angesichts einer derartigen Veränderung. Hä? Die hohe Mana-Konzentration hat einen Schwächeanfall bei dir ausgelöst. Es ist mein Fehler. Ich wusste, dass es vorkommen kann und sicherlich Kopfschmerzen bei deinen Kameraden verursachen würde. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du als
Menschenmädchen mehr Mühe damit haben könnte, dich daran zu gewöhnen. Entschuldige bitte. Kein Problem. Jetzt geht es mir ja wieder gut. Nein, ich war meinen Aufgaben nicht gewachsen. Dich selbst zu mitleiden bringt nichts. Wir machen alle Fehler. Jetzt weißt du es ja. Das ist das Wichtigste. Ich würde gern beides sagen. Kann ich nicht beides sagen? Ich sag einfach mal das. Ich bin mir nicht sicher, dass ich mir das leisten kann. Schließlich liegt das Leben der Leute in meiner Hand. Ich habe es doch überlebt. Da sollten wir kein Drama daraus machen. Ich sollte mir noch mehr Mühe geben. Oder doch das andere sagen sollen. Wenn ich zu lange überlege, dann nehme ich das Falsche. Du arbeitest schon unermüdlich und so viele haben dir bereits ihr Leben zu verdanken. Also sei nicht so trübselig, nur deswegen. Yesenia, würdest du deine Geschichte jetzt weiter erzählen? Könntest du bitte nicht so gucken, sonst kann ich dich nicht ernst nehmen. Nicht, dass ich es sonst könnte, aber dann halt noch weniger. Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Wie auch immer. Ich hoffe, man hört die lauten Geräusche von draußen nicht. Ich glaube, das war ein Trecker. Wie auch immer, dieses Gefühl, das ich eben beschrieb, verfolgte mich bis in meine tiefsten Träume. Und dann sah ich sie plötzlich. Den Dämon? Nein, das Orakel. Schon wieder? Ja, aber diesmal war es anders. Sonst war ich immer als mitfühlende Zuschauerin dabei. Jetzt war ich wirklich daran beteiligt. Ich sah sie leiden und konnte ihren Schmerz richtig spüren. Sie sprach zu mir. Oh Mann, könnte er bitte nicht so gucken, als würde er gleich in meinen Traum einsteigen wollen und das Orakel ein für alle Mal töten wollen? Was sagte sie dir? Ich weiß nicht. Ich konnte es nicht verstehen. Sie sprach in einer mir fremden Sprache. Ich wäre sehr dankbar darüber, wenn er anders gucken würde. Oyugahi, ich glaube, das sagte sie. Sie richtete es direkt an mich. Ovugai? Sagte sie Ovugai? Ja, das ist es. Hilf mir. Heißt es das? Ja. Die ursprüngliche Sprache. Die der Menschen und der Fairies, bevor der Turm der Götter zusammenbrach. Der Turm der Götter? Das Olymp? Du kennst ihn sicherlich unter dem Namen Gabelturm, der vor tausenden von Jahren zusammenbrach. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Konzentriere dich auf deinen Traum. Ja, du hast recht. Nein, hat er nicht. Hat dir das Orakel sonst noch etwas gesagt? Ja. Sie sprach das Wort Dämon aus. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sobald sie das Wort aussprach, sah ich, wie sie von der Dunkelheit verschlungen wurde. Ich wollte ihr meine Hilfe anbieten, aber etwas hielt mich zurück. Und als ich mich dann zu diesem Ding umdrehte, Ich brach in Tränen aus. Yesenia. Ich sah seine Augen. Zwei Smaragde im Nichts. Dieser Blick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Oh, wie sich Leifton angesprochen fühlen muss. Ich will nicht in seinen Kopf gucken müssen. Können, wie auch immer. Was er sich jetzt gerade so dabei denkt, das müsste man jetzt eigentlich einfach mal sehen, aber ich weiß nicht, ob ich es will. Bist du dir auch ganz sicher, dass das Orakel das Wort Dämon ausgesprochen hat? Ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich verstehe. Sie stand auf und näherte sich dem Fenster, das das Licht in jede Ecke ihres Zimmers dringen ließ.
Während sie die Augen zum Horizont richtete, schien sie sich ihren Überlegungen hinzugeben. Vielen Dank für all diese Informationen. Sie beugte sich zu Feng Zifu und flüsterte ihm etwas zu. Feng Zifu wird dich zu deinem Zimmer begleiten. Wir müssen mit den Mitgliedern der Lichtgarde über das sprechen, was du uns erzählt hast. Versuche dich auszuruhen und dich etwas abzulenken. Wir melden uns, wenn wir dich brauchen. Gut, einverstanden. Yesenia, warte! Ezra hatte mich eingeholt und Feng Zifu warf uns einen vorwurfsvollen Blick zu. Könntet ihr uns etwas Ruhe gönnen? Er entfernte sich. Was hat er nur wieder für ein Problem? Ach so, stimmt, er sollte mich ja ins Zimmer bringen. Er kam auf mich zu und seine Hände näherten sich meinem Gesicht. Doch auf einmal besann er sich anders. Warum? Warum besinnst du dich anders? Meine Nase juckt so. Oh Gott. Er hat einen ausweichenden Blick. Dabei waren wir uns so nah. Vergiss es. Er ging ohne ein weiteres Wort. Was ist dem denn jetzt für eine Laus über die Leber gelaufen? Obwohl er sagte, dass er mich nicht zurückweisen würde, fällt es mir schwer, das zu glauben. Ich bin mir nicht sicher, dass ich hier in diesem Raum bleiben möchte. Außerdem möchte ich nicht das Risiko eingehen, wieder irgendwas Merkwürdiges zu träumen. Herr Feng Zifu, muss ich wirklich hier bleiben? Wie bitte? Ich möchte gern ein bisschen an die frische Luft, auf andere Gedanken kommen. Wäre das möglich? Selbstverständlich. Frau Huanghua hat mich gebeten, auf euch aufzupassen. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Was euch beliebt. Sorry, ihr redet ja ein bisschen förmlich als ich. Ausgezeichnet! Ich nehme an, dass euch noch niemand das Anwesen gezeigt hat. Nicht, dass ich wüsste. Dann werde ich das zwischendurch übernehmen. Eine Besichtigung mit Feng Zifu wäre bestimmt interessant. Er scheint ein sehr gebildeter Mann zu sein. Wie ihr bereits wisst, befindet sich das Zimmer eurer Gastgeberin, Fräulein Huanghua, weiter hinten in diesem Flur. Obwohl sie euch selbst autorisiert hat, zu ihr zu kommen, würde ich euch bitten, dies nur in äußersten Notfällen zu tun. Wieso das denn? Sie ist eine junge Dame, die sich großzügig für jeden und alles hingibt. Die anderen Wenghurs haben es uns zur Gewohnheit gemacht, sie nicht zu stören, wenn sie auf ihr Zimmer geht, damit sie sich etwas Zeit nehmen und sich ausruhen kann. Belastet sie nicht mit Belanglosigkeiten. Ich verstehe. Ich verspreche euch, dass ich nur im äußersten Notfall zu ihr gehen werde, wie es auch bisher der Fall gewesen ist. Wie ihr ganz richtig gesagt habt, hat sie mir erlaubt, sie aufzusuchen, wenn ich es möchte. Da habt ihr mir keine Befehle zu erteilen. Soll ich lieber erst zu euch kommen, um sie nicht unnötig zu stören? Das ist eine interessante Frage. Ich hätte ja jetzt tatsächlich das geantwortet, aber ich finde, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann werde ich versuchen, es so zu machen. Gut, das höre ich gern. So. Dann gehen wir mal in die Erde. Die Gründe für dieses Verschwinden waren... Ah, wir haben Besuch. Kinder. Begrüßt Herrn Zifu und Fräulein Yesenia. Guten Tag, Yesenia. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Huang Liwei.
ganz meinerseits, Huang Liwei. Kinder? Guten Tag, Herr Fensifu. Guten Tag, Fräulein Yasinja. Guten Tag, Kinder. Oh, erstmal umsetzen. Wir möchten euch nicht länger stören. Ich wollte nur der Jungfrau den Ort hier zeigen. Er stört uns nicht. Wenn ihr es mir gestattet, kann ich ihr erklären, was wir hier machen. Bitte gern. Wie ihr sehen könnt, seid ihr hier in einem Klassenzimmer und gleichzeitig in einer Bibliothek. Dies ist ein Ort der Kultur und des Wissens. Heute nutze ich diesen Raum, um die Jüngsten unter uns zu unterrichten. Aber kommt doch später wieder, falls ihr einige unserer Werke durchsehen möchtet. Danke. Es wird mir ein Vergnügen sein. Kann es überhaupt gemütlich sein, nur auf so einem Kissen auf dem Boden zu sitzen? Ich meine, die Japaner und so machen das ja auch so, aber... Wisst ihr schon etwas über diesen Ort? Nein, noch nichts. Boah, es ist wieder laut draußen. Ich versuche das mal zu übertönen. Das ist der Feueraltar. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, aber unser derzeitiger Phönix hat seine ganze Kindheit hier verbracht. Wirklich? Dann ist es aber verwunderlich, dass nicht mehr Besucher herkommen. Es kommt ab und zu vor, aber die Leute wissen, dass dies eine heilige Stätte ist. Daher kommen nicht sehr viele. Das ist das Gegenteil von dem, was die Menschen in meiner Welt machen. Das heißt? Die Orte, an denen bedeutende Persönlichkeiten gelebt haben, wecken ein so großes Interesse bei den Leuten, dass die selbst von sehr weit weg anreisen, um diese zu besichtigen. Wie bei einer Art Sehenswürdigkeit eigentlich. Die Erdlinge sind manchmal wirklich seltsam. Das kann man wohl sagen. Also da komme ich ja zurück. Dieser große Platz dient oft als... Ich muss mal eigentlich schauen, wie viel Mana ich überhaupt hatte. Ich hatte, glaube ich, irgendwie bei 10.400 oder 500. Bin mir nicht sicher. Als... Gnädiges Fräulein. Ja? Könntet ihr uns bitte helfen? Tut mir leid, aber ich habe heute keinen besonders guten Tag. Gern. Was kann ich für euch tun? Ich muss diesen Sack in die Küche bringen, aber ich glaube, dass mein armer Rücken das nicht mehr schaffen wird. Kein Problem, ich helfe euch. Mein Sack war nicht so schwer. Fensifu trug den zweiten. Ich folgte ihm bis in die Küche. Gut, dass ich eben herausgefunden habe, wo die ist. Als ich den Raum betrat, stieg mir der wundige Geruch von gebratenem Hühnchen in die Nase. Sollten sie als Phönixvolk, also eine gewisse Vogelart, Hühnchen essen? Obwohl, da leben ja keine Hühner. Dieser Raum war voller Wärme und Leben. Ich konnte mir mühelos die ausgiebigen Familienessen vorstellen, die hier stattfanden und freute mich schon riesig darauf, irgendwann an einem dieser Banketts hier teilnehmen zu können. Die Heiterkeit, die von dieser Umgebung ausging, zauberte mir ein Lächeln auf die Lippen. Bitte stellt sie hier ab. Ich stellte den Sack an der mir angewiesenen Stelle ab. Der alte Mann verbeugte sich vor mir. Ich danke euch sehr. Gern geschehen. Ich konnte euch diesen Sack doch nicht alleine tragen lassen. Ich wendete mich Fensifu zu, der mich anlächelte. Ich nehme an, das ist der Speisesaal? Richtig. Und ihr habt vielleicht auch schon Hunger, oder?
ein bisschen. Eigentlich hatte ich schon seit einer Weile nichts mehr gegessen. Dann werde ich euch einen Imbiss zubereiten. Oh nein, macht euch keine Umstände bitte. Ich bestehe darauf. Oh, okay. Schnell wie der Blitz machte sich Feng Zifu am Herd zu schaffen und bereitete mir ein gefülltes Omelett zu. In einem fast autoritären Ton bat er mich, neben ihm Platz zu nehmen. Das ist leicht creepy, aber irgendwie auch... irgendwie angenehm. So ein angenehmes Creepy. Ich meine, ich hatte nie etwas gegen Feng Zifu. Das ist eine Autoritätsperson, aber wenn man ihn gut behandelt, dann ist er gut zu einem selbst. Ich meine, er ist eine Feng Hua. Na los, esst schon. Ich nahm ein Bissen. Es war ein sehr einfaches Gericht, aber die Wärme, die sich in meinem Mund ausbreitete, zügelte schnell meinen Appetit. Ich bin nicht so ein guter Koch wie Herr Karuto. Aber es tut mir leid. Das wird wohl reichen müssen, um euren Hunger zu stillen. Ja, ich glaube, ich kriege kein Bissen mehr herunter. Ich würde gern noch etwas davon haben. Ganz im Gegenteil, das schmeckt wirklich sehr gut. Vielen Dank für euer Kompliment. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Feng Zifu brachte mir eine Tasse Tee zum Abschluss der Mahlzeit. Sehr nett von ihm. Die Wärme des Tees breitete sich nach und nach in meinem Körper aus und wärmte ihn langsam von innen. Ich fühlte mich gut. Nachdem wir unseren Tee ausgetrunken hatten, spülten wir das Geschirr ab und verließen die Küche, um unsere Besichtigung fortzusetzen. Und die Besichtigung führen wir fort in einen neuen Part. Nicht traurig sein. Morgen geht's ja weiter. Ich verspreche es euch. Ich hab Zeit. Na gut. Bis morgen.